Moin, moin, ihr Lieben, und wir hören genau dort auf, wo wir beim letzten, fangen genau dort an, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Ja, wunderbar, immer schön diese Versprecher, mit einem Busch vor einem See, vor einem marsianischen Gebirge im Hintergrund, was vor allem mehr ist. Ist das Bild hübsch? Und wir hoffen, dass wir hier noch viel, 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 viel schönere Bilder bekommen. Wir haben ja eine neue, in Anführungsstrichen neue Kuppel in Auftrag gegeben, die noch, was heißt noch größer, wir haben ja schon große Kuppeln hier, mehrere sogar. Dürfte sogar derzeit die Mehrzahl bilden, oder? Wir haben hier vier große, vier kleine. Jetzt kommt die fünfte, ja, dann haben wir die Mehrzahl. Terraforming-Fortschritt, es ist mit giftigem Regen zu rechnen. Durch die Anreicherung der Marsatmosphäre mit potenten Treibhausgasen bildet sich bald auch natürlicher Niederschlag. Regen. Zunächst werden diese Niederschläge durch die ausgewaschenen Gase giftig sein, aber sobald sich die Qualität der Atmosphäre verbessert, wird auch echter Regen fallen. Giftiger Regen schädigt jede Pflanze, die versucht, im mageren Marsboden Halt zu finden, und verschlechtert die Bodenqualität noch weiter. Wo nichts wächst, entstehen giftige Teiche. Diese können allerdings von Drohnen beseitigt werden. Reiner Regen ist hingegen sehr zuträglich für alle Pflanzen und verbessert auch die Bodenqualität, wo immer er niedergeht. Also da müssen wir echt aufpassen, dass wir hier möglichst, ganz viel möglichst, dafür sorgen, dass wir guten Regen bekommen. Wie machen wir das, ist die Frage, ne? Wie machen wir das? Ist ja durch Treibhausgase entstanden, also müssen wir noch mehr Treibhausgase machen, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Müssen wir mal gucken. Wir haben hier doch Treibhausgasfabriken, ne? Warum nicht? Bauen wir noch irgendwie so zwei Stück oder so davon. Können wir ja hier so ranpappen. Für unsere Pappenheimer. Wenn wir schon gerade dabei sind, dann... Ach, mach mal. So, und das Ganze natürlich beschleunigen. So, das kann auch weg. Das kann weg. Ein Kolonist hat Heimweh, die olle Memme. Nennen wir sie Mehmet. So, und zack, nächste Rakete los. 12 Kolonisten haben sich freiwillig gemeldet. Was wollen wir mehr? Es läuft. Es läuft. Und hier läuft es langsam dem Ende entgegen. Aber wir haben hier Vorräte ohne Ende. Das ist gut. Wenn uns die weggehen, haben wir Reserven bis noch und nöcher. So, und hier, da haben wir das geile Zeug. Da machen wir auch wieder einfach Kühe. Ich meine, die brauchen zwar lang, aber können wir auch welche machen. Aber bieten dann so richtig, richtig schöne Knusperfilets. Und die wollen wir doch haben. Metallvorkommen. Ja, kann man machen. Werden auch abgebaut. Und hier haben wir wieder einen einzelnen Busch. Ein einsamer Busch mit Blick auf Kuppel. Ah, Kuppel mit Buschblick. Das hat auch was Schönes. Das mögen wir doch. Müssen wir echt mal sehen, wie die Forschung hier voranschreitet. Derzeit haben wir das lokal begrenzte Terraforming, das uns die Geoscape-Kuppel ermöglicht. Ein Stück... Hm? Warum mache ich... Hä? What the fuck? Ich wollte doch nicht diese scheiß Geoscape-Kuppel, ich wollte das Ding hier haben. Ihr Nasenbären. Verbessert schrittweise. Ja, das bräuchte ich eigentlich. Ja, packen wir das einfach mal auf die Liste. Wird schon schief gehen. Wobei eigentlich bräuchten. Ach, wir bräuchten so viel. Es ist echt die Hölle eigentlich. Warum brauchen wir so viele Dinge? Ich weiß es nicht. Da, hier, diese Dinger hier bräuchten wir. Machen wir das und dann kommt hier Kernwärme Gedöns. Und Vegetation verbreiten wir auch nicht schlecht. Oh Gott, das wird so teuer. Och Mensch, ich mache mir jetzt schon in die Hose. Ich mag nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Scheiße, ich bin zu Hause.
Anomalie analysiert, Nachricht sehen. Ja. Es kommen wieder Dinge, Das Wissenschaftsteam hat die Entdeckung wie den Fund eines Schatzes gefeiert. Es handelte sich um schwefelreiches Regolith. Wer kennt es nicht? Das Erkundungsfahrzeug hat verschiedene Erdproben im Gebiet rund um die Anomalie genommen und die Daten an uns weitergeleitet. Die Telemetrie wurde stundenlang mit summenden Störgeräuschen überflutet, während die Wissenschaftler in der Einsatzleitung über die Konsequenzen des Elements gesprochen und einfallsreiche Zukunftspläne geschmiedet haben. Die Expeditionszeit war limitiert, deshalb haben wir sie gedrängt, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Ja, und hier können wir die Entscheidung treffen, versuchen, so viele Proben wie möglich zu sammeln. Oder aber nur schwefelreichste Proben geochemisch analysieren, was die Kosten von Ingenieurswesen um 10% verringert. Ich weiß nicht, wie viel wir da haben, aber ich glaube, es ist uns mehr wert als die 1000. Mal kurz gucken, ja, guck mal. Die 1000, die haben wir schon alleine hier bei Sonderforschung reingeholt. Wir haben jetzt Kostenverringerung 20%. Es bringt was. Wir müssen langfristig denken, Leute. Wir müssen langfristig denken. Bin mal gespannt, wie lange wir überhaupt auch das Let's Play durchziehen. Das wird auch ganz interessant. Ob wir den Forschungsbaum noch voll bekommen? Oder eben nicht. Oh, und das Ding kann gleich gebaut werden. Ich liebe es jetzt schon. So, und wie sieht es überhaupt mit unserem kleinen Teich hier aus? Da ist er. Der wird mittlerweile gefüllt. Das ist schön. Uiuiui. Wir haben sogar derzeit ein klitzekleines Minus. Macht aber nichts, weil ich habe hier eine Idee. Wir machen hier mal. Na, wollen wir es denn? Wasserextraktor. Ach nö. Ist nicht wahr. Lebenserhaltung. So. Wasserextraktor. Da wollen wir den Freund bauen. Ikidigidigid. Der hat ja keine Wasseranbindung direkt. Scheiße. Nö, da müssen wir mal hier sehen. Wir haben ja hier auch noch einen Vorkommen, ne? Können wir einfach sagen, den reißen wir ab, den machen wir weg. Und dann bauen wir hier irgendwie so einen schniekenkleinen Wasserextraktor hin. Der kommt da auch noch ran. Und schon hat sich das doch alles gelöst. Dann können wir, aber Saatgut müssen wir trotzdem anbieten. Da kommen wir nicht drüber hinweg. So. Saatgutdepot. Hier machen wir mal fürs Saatgut. Dann machen wir noch ein Universallager von mir aus auch noch hin. Zack. Dann sollten wir irgendwie fein raus sein mit dem Beton ohne Ende. Alles gut. Ich meine, hier ist eh bald Sense. Von daher macht das Ding voll. What? Da muss irgendwo was kaputt sein. Warte mal. 100.000? Ganz viel 1000 und... Nee, wir haben hier 3 Stück, 4 Stück. Es wird ja immer mehr. Holler the Wood Ferry. Ach! Kack die Wand an. Das Ding ist schon wieder voll. Ist das eklig. Eieieiei. Bauen wir eben neue Lager. Scheiße, da haben wir keine Anbindung. Da können wir noch eins hin pflanzen. Und wo kriegen wir noch eins hin? Wir brauchen mehr Lager. Hier nicht. Scheiße. Da kriegen wir noch eins hin und... Von mir aus bauen wir auch noch hier eins hin und... Ach, ihr seid doch alle. Seid ihr halt. Da müssen wir hier irgendwie mal abbauen. Bitte wert? Wer hat euch ins Gehirn geschießen? Dann bauen wir eben hier nochmal eine kleine Armee an Windrädern auf. Oh Mann, wenn hier Meteoritensturm einschlägt, dann haben wir ein großes Problem. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wo schlagen die Dinge ein? Scheiße.
Okay. Wir haben hier richtig die Popokarte gezogen. Aber vom Feinsten. Das schlägt hier genau bei uns ein. So eine Scheiße, ey. Zerstörte Fahrzeuge. Nicht außer Betrieb, sondern hier regelrecht zerstört. Wir brauchen die Drohendruckerei, glaube ich. Ach du Kacke. Resources are low. Das nennt man, glaube ich, eine einschlagende Erfahrung oder so ähnlich. Meteor incoming. So, ich hoffe, das zieht jetzt alles so ein bisschen nach unten ab. Ansonsten bekommen wir ein kleines Problem. So, hier kriegen wir nochmal Kolonisten, ist doch schön. Die brauchen wir aber auch dringend. Heilige Scheiße, ey. So. Strom haben wir zu wenig, das ist nichts Neues. Sauerstoff haben wir richtig Problem, Wasser haben wir ein Problem. Wir haben nur Probleme. Es ist schön. 500 Kolonisten noch. Ist auch nicht von Dauer. Ich weiß, wovon ich rede. Ach du Schande. Verhaltensforschung oder so, ne? Wir haben doch jetzt hier irgendwie so eine geile Spitze zur Auswahl. Kabooms. Kabooms. Treibstoffexplosion, jawohl. Hau weg die Kacke. Das haben wir gerne. Ach Mensch. Gespeicherter Sauerstoff. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, woher diese Ahnung kommt. Meteor incoming. Vielleicht, weil wir ein Problem haben. Aber ich forsche ja hier an so einer Technologie, ne? Wo haben wir es denn? Da, Meteoritenverteidigungssystem. Ich glaube, das kommt uns sehr zugute, wenn wir es mal irgendwann haben. Meteor incoming. Ach, Herr Gemini. So, Kinders, 5 Stunden noch durchstehen. Die Dinger kommen jetzt auch nicht mehr ganz so zentral hier hin und dann kommt auf einmal doch so ein Ding dorthin. Scheiße. So, und jetzt macht's Bums. Ach, ich hasse euch zutiefst. Zerstörte Fahrzeuge, Drohnen 15. Boah. Schön, wenn alles zugrunde geht. So, Steuerung Gedöns, dann können wir hier mal Butter bei die Fische machen. Fuck! Ja, schön, dass man auch zu diesem Stand des Spiels nochmal richtig schön in den Arsch getreten werden kann. Also richtig mit Schmackes und... Ja, wir sind wieder im Positiven. Gib ihm! Wir speichern wieder Sauerstoff, wir speichern wieder Wasser. Ach Mensch, manchmal muss man das Spiel echt genießen. Aber man kann es nur selten. Warte mal, haben wir hier auch noch die Extraktoren, die wir verstärken können oder so? Ja, guck mal hier, betankter Extraktor. In der Theorie. Ach du Scheiße, der Verbrauch ist aber jetzt schon so hoch. Fuck, wir haben kaum mehr. Warum? Wir müssen mehr Treibstoff produzieren. So eine Scheiße. Muss mir doch jemand sagen. Ja, es funktioniert alles bestens. Ich bin so glücklich gerade. Nicht. Ach ja, Leck entdeckt, leck mich am Arsch. Kein Treibstoff für Shuttles, es wird immer besser.
Wir haben voll den Joker gezogen hier. Auftanken von Raketen. Ah, das Ding kann ja wieder hoch. Das ist ja zumindest unser klitzekleiner Vorteil. Ich könnte heulen. Bauen wir hier nochmal Treibstoffgedöns. Ach ja. Es funktioniert alles so schlecht. Ei, wir stehen das durch. Wir sind stark. Ach. Lass mich raten. Die Treibstofffabriken, die Treibhausgasfabriken, die verbrauchen. Steht hier irgendwo wann? Nee, natürlich nicht. Wir wissen nur, dass ein Wandel vonstatten geht. Na schön, aber wir haben immer mehr Büsche zumindest. Das müssen wir positiv sehen. Irgendwann haben wir so unsere kleine Traumwelt fertig. Hoffe ich. Im Optimalfall. So. Wo haben wir denn hier unser Treibhaus? Nee, Treibstoffgedöns. Da! Schon fertig! Jawohl. Produktion pro Soll, haut hin. Und wir erstellen sogar noch eine, glaube ich. Warum nicht? Wir erstellen noch eine Raffinerie. Da kennen wir nichts. Kostet ja nur Wasser. Was soll uns schon passieren? So. Nee, das war Produktion. Da haben wir das. Zack, da können wir das Ding nochmal bauen. Dann darf hier gerne ein Depot für Treibstoff, genau. Und dann Daumen drücken und hoffen. A3K Forschung, da bin ich schon mal ganz happy. Es geht in die richtige Richtung. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Da können wir noch was produzieren auf jeden Fall. Ja, Polymere sind erstmal das Wichtigste. Deswegen brauchen wir Produktion, eine Polymerfabrik. So, wo bauen wir die denn hin, ist die Frage, ne? Irgendwo, wo es schön ist. Nehmen wir mal den Standort hier, ne? Und zack, einmal dran gepappt. Wobei, nee. Oder haben wir hier noch... Nö, da sind Arbeitslose auf jeden Fall. Aber auch nicht mehr so viele Arbeitsplätze. Deswegen machen wir mal weg. Bauen wir das lieber... Wo bevölkern wir derzeit? Hier. So, da ist doch noch Platz auch. Wunderbar. Dann bauen wir die hier irgendwo hin. Und zwar... Scheiße. H2O. Ja komm, Treibstofffabrik direkt neben der Farm. Ganz mein Humor. Funktioniert dann vermutlich mit Biogas. Nee, das habe ich schon gebaut. Strom bräuchte ich noch. Yeah. So. Und dann funktioniert es auch mit den nicht vorhandenen Nachbarn. Wobei, doch, wir haben ja Nachbarn. Gewissermaßen. Konkurrenz zumindest. So, Sauerstoff läuft wieder. Ah, dann machen wir noch einen Moxi. Lebenserhaltung. Moxi, lange ist es her, dass wir mal wieder eins brauchten. Jetzt aber. So, machen wir jetzt mal eins, dann können wir noch ein zweites bei Bedarf. Und dann verabschiede ich mich einfach mal an dieser Stelle für heute und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hoffentlich die Treibstoffvorräte ein bisschen in den Griff bekommen. Bis dahin allerdings, ciao.